Genau, vielleicht kann das die Wende gewesen sein von dem heutigen Abend. Und Corinna bringt schon den nächsten Gegenstand rein, den wir jetzt brauchen. Nämlich Einkaufswagen. Darum Shopping! Shopping. Jawohl. Dazu bauen wir eben schnell was auf. Eine kleine Rennstrecke. Ihr startet hier im Studio mit dem ersten Einkaufswagen und müsst dann auf der Strecke, die wir uns gleich mal kurz angucken werden, die restlichen 9 Einkaufswagen einsammeln. Wer als erster mit den 10 Einkaufswagen vollständig über die Ziellinie läuft, also inklusive sich selber, 10 Einkaufswagen und die Person, gewinnt einen Durchgang. Die Zeit stoppt, wenn alle Wagen und der Spieler über die Ziellinie sind. Wer als erster 2 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Ach, jetzt habe ich die... ich brauche einen Euro. Ja, da hatte man einen Euro. Ach, Entschuldigung. Ah, vielen Dank. So. Anfangen wird blau, so wie es aussieht. So, jetzt erkläre ich es euch nochmal mit eigenen Worten. Also, Olaf fängt an. Wir haben hier auch Handschuhe, wenn man möchte. Sind nicht unbedingt nötig, aber zur Sicherheit, falls man sieht sich doch was klemmt. Aber es sieht geil aus, ja, oder? Und es fühlt sich geil an. Also, dürfen wir uns mit denen auch anfassen dann? Wie kannst du? Also gegenseitig, nicht selber. Ja, ja. Hey, das sind ja richtig Noppen dran. Ja. Oh. Du kannst sie gerne mit nach Hause nehmen. Aber ich hatte mal Arbeitsschutzhandschuhe, die haben überhaupt nie vor Arbeit geschützt. Das wird so lustig, ja? Also, folgendermaßen, ihr fangt hier an. Hm? Mit dem Einkaufswagen. Dann lauft ihr los und da steht schon der 2. Einkaufswagen. Da ist es noch relativ... Hallo. Okay? Also wir folgen, ja. Ja, ja, aber am besten folgen. Ich sag mal, hier ist es noch ganz einfach. Rein damit, weiterfahren. Dann gehen wir raus auf den Gang. Das ist mit Distanz. Ah, deswegen die Handschuhe. Und ihr rennt natürlich, weil es geht ja um Schnelligkeit. Und wie ihr seht, haben wir hier noch weitere Einkaufswagen. Okay. Die müsst ihr alle einsammeln. Wie ihr denn nachher ins Ziel kommt, da hinten in der Tür, da geht es um die Ecke, da steht auch noch ein Einkaufswagen, den wir jetzt nicht sehen. Wie ihr die einsammelt, ob ihr Gruppen macht, einzeln oder eine Riesenschlange, das ist komplett euch überlassen. Es müssen halt nur alle 10 eingesammelt und über die Ziellinie gebracht werden. Meinetwegen auch einzeln oder... Ne? Verstanden? Ach, ja, ja, ja. Ich nehme nicht mehr mit, komm. Ich finde, dieser Weg sieht so aus wie nach der Zombie-Apokalypse. Das ist ja, das halt auch so ganz komisch. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. So, ja. Wir gehen mal wieder zurück. So. Der war hier. Und wir kommen hier zurück. So. Ja, wir sind wieder da. Ja. Eigentlich wollen wir das mit einer Ölwanne spielen, aber die lässt sich so schwer schieben. Deswegen nehmen wir den Einkaufswagen. Also, Spiel verstanden. Ja. Alle Einkaufswagen einsammeln und die Zeit stoppt erst, wenn alle Einkaufswagen drüber sind und auch du über die Linie bist. Ohne Ölwanne. Genau. Ohne Ölwanne. Wäre auch schön, wenn die 9 ankämen ohne ihn. Weißt du? Okay, du bist bereit? Yes. So, und Michael, komm mal bitte hierher. Kann man das irgendwo anschauen? Nee, eben nicht. Das ist ja den ersten Durchgang wirst du blind gemacht. Damit du eben nicht siehst, was für eine Taktik, ob die gut ist oder schlecht ist. Aber ich darf die Nase wieder abnehmen, wenn ich fahre, oder? Dann darfst du sie wieder abnehmen. Okay. Und das ist auch nur für den ersten Durchgang, weil dann weiß man selber, was gut ist und was schlecht ist. Okay. Hinsetzen. Olaf, I see you. So. Was und Musik? Ja, natürlich. Okay. Du bist soweit klar? Aber hallo. Ich höre nichts, ich hab keine Ahnung. Los. Geht los.
Cornell, jawohl, fliegender Start, also durch die Lichtschranke durch. Und Elton hat so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht der, man könnte fast sagen, jetzt im Augenblick logische Weg vielleicht nicht der beste ist. Wir werden es mal sehen. Okay, also er nimmt erstmal die alle mit. Und dann bin ich gespannt, was er macht. Nachher geht es dort wieder durch. Ah, okay. Lässt sie stehen, ohne Wagen zurück. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, dass mit der Maske das ist vielleicht ganz wichtig. Denn wir werden sehen, ob Michael Mittermeier die gleiche Idee haben wird. Ist das die beste Herangehensweise? Oh, die sind weit gerollt noch. Jetzt musst du sie alle mitnehmen. Jetzt musst du sie erstmal ein bisschen ordnen. Okay, er bringt sie rein. Die noch. Aber wir erkennen auch schon, die sind extrem schwer zu koordinieren. Die erstmal durch. Zack. Jetzt hoffen wir, dass sie gebremst werden. Jawohl, alles in Sicherheit. Da draußen steht ja noch einiges rum. Wir schauen auf die Uhr. Es sollte schneller gehen, was nicht bedeutet, dass Michael Mittermeier das auf Anhieb schneller macht. Also jetzt bin ich wirklich gespannt. Was bringt das hier erstmal für eine Zeit? Und was macht dann der Mann unter den Kopfhörern? Achtung, er muss komplett durch. Jetzt also stehen geblieben, 1,27,64. Und jetzt gehen wir alle aus dem Studio. Nein. Der ist mal wert, oder? Das wäre wert. Wollen wir noch einen Witz auf seine Kosten machen, Elton? Ganz schnell, er hört uns nicht. Nein, machen wir nicht. Aber irgendeiner muss ihn ja wachticken, sonst macht es ja keinen Sinn. Na, mach mal. Darf ich? Ja, du darfst. Okay. Olaf ist so, wieder da. Für den ersten Durchgang bekommst du das natürlich auch. Das fängt an. Und, wie war's shoppen? Hm? Gab nichts. Licht. So. Wann war das? In welchem Jahr war das Lied? 2004. So, ich warte jetzt nur auf ein Zeichen, ob alle Einkaufswagen wieder da sind. Und sie sind, ich kriege den Daumen hoch, gezeigt. Also, du bist klar, noch irgendwelche Fragen? Alle Einkaufswagen übers Ziel, du übers Ziel. Und egal, in welchem. Und egal, wie. Hauptsache alle übers Ziel. Mit dir. Okay? Mhm. Dann gerne los. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Geht's erstmal an wie einen Marathon, also ein bisschen langsamer, aber es ist ja auch am Ende ein Marathon. Den ersten hier so einsammeln, das ist noch alles okay. Und ich muss mal ehrlich sagen, wenn man das mal probiert hat oder das hier sieht, dann wächst extrem der Respekt vor den Leuten, die das vielleicht im Supermarkt auf dem Parkplatz ab und zu machen. Aha, also er will auch hier durch. Naja, auf Schönheit kommt es erstmal nicht an. Ah, okay, holt jetzt diesen hier, geht hinten drauf, links oder rechts, das ist die große Frage. Also das große Aufräumen hier draußen auf dem Studioflur hat begonnen. Und wir gucken so ein bisschen auf die Zeit dort unten. Ja. Ich glaube fast, die verheißt nichts Gutes. Aber das ist erstmal nur so ein Bauchgefühl. Vielleicht teilen Sie es ja zu Hause, die Sie ja diese erste Runde von Olaf Schubert gesehen haben. Denn hier liegt dann mir ein bisschen zu viel Wert auf eine Wagenkette erst einmal. Wir sehen es ja, 17 Sekunden. Wobei, jetzt durch die Tür durch, dann ist noch ein Wagen da. Das müssten dementsprechend 9 sein. Ist das so? Ja, genau, 9. Einer ist noch da. Jetzt haut er dort gegen, das macht aber nichts. Die Wand ist versichert. So, zack, Zeit ist vorbei. In diesem Augenblick aber jetzt noch fertig machen, um vielleicht auch noch ein bisschen was zu lernen. Wie fährt sich also dieser Bandwurm an Wagen jetzt drüber? Ah, der macht das ein bisschen zu schön hier. Vorne wird er jetzt trotzdem ein bisschen ausschlagen. Also, wir haben zwei nicht ganz identische Herangehensweisen gesehen, mit unterschiedlichem Erfolg. Jetzt muss er hier über die Linie kommen.
Ah, und vorn, die Wagen wollen noch mal rum. Ah, Elton, du weißt auch, dass es vorbei ist, aber wollen's doch mal sehen, hier drüber kommt. Vielleicht lernt er ja auch noch was, wenn er die Differenz sieht, dass man es vielleicht ein bisschen anders machen muss. Muss komplett drüber. Die Bestzeit war eine 1,27,64. Er ist 51 Sekunden langsamer. 51,76. Also einer muss seine Technik umstellen. So, jetzt dürfen beide wieder gucken und zuhören, weil jetzt wissen sie ungefähr, ob es gut funktioniert hat oder nicht. Aber Olaf hat den ersten Durchgang gewonnen. Ah, schön. Zwei muss man ja gewinnen. Und jetzt fängt Michael an. Ach so. Wie lange hat denn das gedauert, das Liedwort? Also du warst 1,27 und Michael 2,50 Sekunden länger, also knapp eine Minute länger. Das heißt, Michael, so ganz gut war diese Taktik nicht. Nee, das weiß ich jetzt auch. Also, wo bist du lang? Über... Was? Wo bist du lang? Naja, da draußen, wo die Go-Karts waren. Also, es, und da kam noch ein Zombie und da war noch ein Erdbeben. Und da war dann... Ja, irgendwie im Shoppen bin ich nicht gut. Man hat zwei Durchgänge, oder? Ja. Okay. So, die Einkaufswagen stehen wieder. Du kannst also jederzeit anfangen. Also ich fange an, oder ihr gebt Go, oder ich fange einfach an und ihr stoppt dann, oder wie? Nee, dann, okay, pass auf, nee, lass Olaf mal anfangen. Was? Hm? Winterschule. Fang du mal an. Auf die Plätze. Nein, Olaf fängt an. Mach mal, lass Olaf mal jetzt anfangen. Mach mal. Ich? Ja, du bist jetzt drin. Was? Fang jetzt bitte an, Olaf. Du gehst jetzt dahin. Okay. Ich bin jetzt verwundert. Also wenn jetzt noch ein Ball an meinen Körper kommt, dann... Nein, setz dich hin. Wir müssen immer machen, was der Onkel sagt. Das ist die Verabredung. Alles Gute. Ja. Wir sehen uns wieder. Ich habe jetzt gerade mal entschieden, dass der Gewinner eines Durchgangs immer anfangen muss. Stehen die genauso? Und so sehen Gewinner aus, weißt du? Das ist doch Nulli. So, jetzt. Du bist soweit klar. Du kannst eigentlich im Prinzip jederzeit anfangen. Auf die Plätze, fertig. Los. Hui! So, er hat die Differenz gesehen. Er weiß also, dass seine Technik nicht schlecht, sondern wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut war. Und jetzt wird Michael hinschauen und wird es gleich ähnlich versuchen. Also hier die rechte Reihe. Spaßbetont geht's über diesen Flur, der sehr, sehr eben ist. So, vorhin sind sie ihm so ein bisschen hier durchgegangen, seine Einkaufswagen. Jetzt zurück, ohne Wagen, alles in Ordnung. Guter Laufstil. Yeah. Ich glaube, er war sogar mal bei der Leichtathletik in Dresden. Fällt mir gerade ein, mal mit einem seiner Trainer Fußball gespielt. Ja, genau. So, jetzt, da ist einer, jetzt kommt er hier rein, nimmt erstmal die mit. Na, hätte er vielleicht noch ein, zwei nehmen sollen. Jetzt gucke ich mal auch auf die Zeit. Oh ja, die rollen also durch. Werden wieder gebremst, zurück. Nimmt er den Einzelnen noch mit im Pack. Jawohl. Andocken, durch. Je weniger es sind, umso leichter sind sie zu kontrollieren. Vorhin also diese 1,27. Und das sieht schon wieder sehr, sehr gut aus. Muss da noch durchkommen. Nicht das Ziel kaputt machen. Wagen durch, jawohl, er durch. Ganz klein bisschen langsamer. So. Aber vielleicht sogar zu schlagen. Ey. Aber ist lustig, weil mir war jetzt nach dem ersten Durchgang, wo ich so spät war, klar, okay, eine Reihe, das macht keinen Sinn, Herr Mittermeier. So, aber... Geile Zeit. Schneller oder langsamer? Langsamer. Aber nur knapp. Ja, du, durch den hier, dass du den einen gegengebollert hast. Sonst, Ja, aber langsamer heißt immer noch schneller als ich. Also, verstehst du? Also.
Ja, einer okay, die Einkaufswagen schälen. Du musst jetzt schneller sein als 1,28. Bist du bereit? Yep. Los. So, jetzt alles rein hier. Alles rein in diesen Versuch. Flinke Füße. Und draußen jetzt die ähnlich gute Technik, die er sich jetzt dadurch natürlich abschauen konnte. So, Vollgas hier. Gut treffen. Mehr Druck machen. Schneller laufen. Olaf Schubert sah leichtfüßiger aus hier draußen. Jede Sekunde kostet jetzt hier vielleicht den Sieg in diesem Spiel. Und der wäre extrem wichtig. Also jetzt auch mal so ein bisschen Risiko gehen hier draußen. Ja, aber er will zu genau sein. Na gut, mal sehen. Studioeingang. Gut, vielleicht bringt's doch was. Dadurch muss er natürlich den gesamten Weg zurück. Ist ja im Prinzip auch egal. Einmal zurück, zweimal zurück. Also vielleicht ist das doch so ein bisschen das Geheimnis, oder? Aber es fehlt extrem viel Zeit. Jetzt schubsen, durchfahren lassen und wieder zurück. Er muss zurück. Er muss die anderen Wagen holen. Und hat dafür jetzt noch 25 Sekunden Zeit. Ja, hätte auch andersrum laufen dürfen. In den Regeln steht nichts Gegenteiliges. Dann wäre er da hinten wieder rausgekommen. Egal. So. Naja, Mission Impossible, möchte ich mal sagen. Oder das sind jetzt zwar wenige Wagen, aber hier, wir sehen es, die Zeit ist gnadenlos und ist in diesem Augenblick vorbei und er kann in Ruhe machen. Denn auch dieses Spiel gewinnt Olaf Schubert. Ja, zwar viel schneller als eben, aber trotzdem noch ja, 14 Sekunden. Boah, hey, hey, du bist da durch wie Wahnsinn. Der war schnell, vielleicht, aber da kommt man dann natürlich während des Spiels nicht drauf, wäre es, wenn du durchgelaufen wärst und da den ersten gleich eingesammelt. Und so musst du da ganz komplett zurücklaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt würde ich so machen. Aber während des Spiels kommt man natürlich nicht da drauf. Punkte für Olaf Schubert. Oh, fuck.